So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen bei der Rückblende bei Last of Us Part 2. Und wir sind 2 Jahre hier wieder zurück. Und schauen jetzt mal, was uns hier so ein bisschen erwartet. Ne? In der guten Stube. Jetzt wäre auch noch die große Frage der Fragen, von wegen, sind wir hier alleine? Haben wir bei der Rückblende eventuell Joel mit dabei? Aber erstmal haben wir hier was zu lesen. Lass uns mal gucken, was wir hier gefunden haben an Dokumenten. Was ist das? Ja, was ist das? Was? Was ist denn das alles? Das Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unserer Theorie untermauern. Das ist ein ganz großes Ding. Okay. Kann ich mir ja noch was anderes hier angucken oder ist das einfach nur... Okay, warte ich einfach. Es war aber gerade auf dem Bild quasi so ein Ding, was Ellie hat, war, wo sie ihr Tattoo so drüber geballt hat. Oh, was haben wir hier? Okay. Morgen um diese Zeit werden wir den Lauf der Geschichte verändert haben. J. Also J. Jetzt ist die große Frage, dadurch, dass es ja eine Rückblende ist, wussten die von mir? Dass ich immun bin gegen den Virus? Sind ja auch hier die Fireflies, wie wir sehen. Und hier sehen wir einen Bereich, der vielleicht verschlossen bleiben sollte. Aber wir gucken trotzdem nochmal ganz kurz hier um die Ecke, ob es noch irgendwas Interessantes gibt. Es sieht aber nicht so aus. Also lass uns durch die Rode-Tür gehen. Ne, wir haben hier noch ein Dokument. Okay, was haben wir denn hier? Don, weißt du, ich habe echt gern diese ganze wertvolle Krankenhausausstattung katalogisiert und gesammelt. Und als ich fertig bin, höre ich, dass sie keiner mehr brauchen kann. Ich kann echt nicht glauben, dass ihr unsere Auflösung beschlossen habt. Ich verstehe es ja. Es war ein Wunder, dass uns durch die Finger geglitten ist. Echt scheiße. Aber die ganze Welt ist scheiße. Wie können wir einfach so aufgeben? Was jetzt? Sollen wir in die Quarantänezone leben? Uns einer drittklassigen Widerstandsgruppe anschließen? Das kann doch nicht sein. Es muss doch noch Leute geben, die mehr wollen. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Leute zu suchen. Und wenn ich dabei draufgehe, Scott. Okay, Scotty. Ich gehe mal davon aus, dass von uns die Rede ist, wo wir eben halt so ein bisschen weg sind mit Joel. Und jetzt sind wir hier in einer Quarantänezone, beziehungsweise in einem Bereich. Oh, da würde ich jetzt selber nicht so reingehen. Ja, das ist genau das Setting, wo Joel uns quasi befreit hat, wo er hier reingegangen ist. Und ja, da ist noch die Blutspur von El Doctore. Eieieiei. Das verheißt doch nichts Gutes, wenn wir hier so gucken. Oh, wir können endlich mal Taschen durchsuchen. Geil. Vielleicht finden wir ja da was Interessantes, Wertvolles. Und ein Aufnahmegerät. Diktiergerät, okay. Die meisten sind schon weg. Ich weiß nicht, welcher Gruppe ich mich anschließe. Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Die meinten, selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige... Ellie! Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen? Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was
hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Oh mein Gott. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. Tja, da hat Ellie das damals dann doch rausbekommen. Wie schon vermutet, am Ende der ersten Dina? Serie. Jesse? Dass das irgendwann alles ins Tageslicht kommt. Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann
kann mich nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Du musst die Tür für uns verriegeln. Okay. Los geht's. Da deine Karte liegt das Aquarium am Strand. Ja, ist okay. Also hier lang. Also, ja. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Immer mit der Ruhe. Wir wollen in der Stadt trocken bleiben. So, also. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Bruder, nach Tommy. Der auf der Suche nach Abby ist. Ja, die ist ja jetzt immer noch auf so einem Rachefeldzug. Ähnlich wie Ellie. Ja, eine kleine bisschen Rache. Und wir gehen jetzt mit Jesse anscheinend auf die Suche nach Abby. Beziehungsweise wir lauern hier auf und halt's Maul. Wollen denn dabei Tom finden? Ist nice. Jo, dann gehen wir mal hier runter, weil ansonsten gibt er ja hier keine Ruhe, oder? Jesse? Los. Ja, uns jetzt hier. Ja, wie wär's denn umgekehrt? Okay. Wie wär's denn damit, wenn du mir hochhilfst? Gentleman ist anders. Okay. Okay. Ja, dann wenigstens so rum. Gut. Dann gehen wir mal Richtung Aquarium mit Jesse zusammen. Und gucken wir mal, ob wir da Abby finden. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Ja, ein paar Waren. Also quasi ging es ja um Ellie und um den Wirkstoff. Sie sieht sich selber als eine Ware an. Finde ich auch interessant. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. Ja, also, die sind jetzt auch nicht viel besser. So schlecht? Nur ein paar Tage. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. So wäre es beeindruckt gewesen. Wolves. Oh ja, mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Ja, aber wie gesagt, es ist, ob jetzt nun Fireflies, nicht Fireflies, Wolves, Scars, keine Ahnung, was, die sind alle nicht besser als die anderen. Ja, also hier, Ellie braucht sich hier gar nicht irgendwie
als die bessere darstellt. Ja, die tötet hier auch jeden und alles. Klar, ja, wir haben auch einen gewissen Grund, ja, ist okay, ja, kann ich nachvollziehen. Aber die haben ja anscheinend auch einen gewissen Grund. Ups, vielleicht sollte man sich einfach mal an den Tisch setzen und das Ganze ausdiskutieren. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier unsere schöne Sammelkarte an. Was haben wir denn hier gefunden? Tormentra. Echter Name Iris Ocampo. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit. Keine. Tormentra war früher ein freundlicher, mitfühlender Teenager und musste wegen ihrer Weichheit viel Spott ertragen. Doch alles änderte sich mit dem Ausbruch einer latenten genetischen Mutation. Sie erlangte die Fähigkeit, den mentalen Schmerz anderer in kinetische Energie umzuwandeln. Je größer der Schmerz, desto kraftvoller das Ergebnis. Heute ermöglicht ihr ihre Arbeit als Kriminalpsychologin, die schlimmsten Geschehnisse im Leben anderer Menschen zu absorbieren und sie buchstäblich als Munition gegen diejenigen einzusetzen, die sie früher gequält haben. Viele verdächtigen Tormentra, sich am Schmerz derjenigen zu laben, die ihren früheren Ausbrüchen im Weg standen und so einen endlosen Kreislauf des Leids zu erschaffen. Neutrale Schurke. Okay. Oh, als nächstes geht's hier durch die Tür. Eieiei. Das ist ja alles so ein bisschen verwinkelt. Alles recht groß. Und bis jetzt zum Glück auch noch recht ruhig. Ein bisschen zu ruhig. Aber okay, wir werden mal schauen. Ich freue mich, wenn es so bleibt. Damit hätte ich gar kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass wir allzu lange alleine bleiben werden. Hey, hilf mir mal. Okay, was machen wir jetzt? Ah, okay, jetzt schieben wir hier mal ein bisschen beiseite. Weil auch wieder überhaupt nicht laut ist. Natürlich nicht. Hier durch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da durch müssen. Ich muss mal das da beiseite schieben. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hat so. Sie sagt es dir sicher, wenn... Heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Ist in dieses Gebiet, warten auf die Einheit. Okay. Also, jetzt sind wir nicht mehr ganz so alleine. Jetzt gibt's ein bisschen Action-Maction. Und da schauen wir doch mal glatt, was uns hier so eventuell erwartet. Wir werden uns einfach im Wasser abknallen. Oh. Du klingst wie die. Tu nicht so, als hätten wir eine Wahl. Denk lieber dran, was wir schaffen. Okay, wir pausieren mal hier ganz kurz. Ich würde sagen, wir machen den Kampf in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Einschalten. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!